Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir fahren jetzt nach Ports. Wir wollten bei Poco einen Teppich kaufen und einen Mop. Ja. Wir nehmen euch heute wieder mal mit und ja. Lina will die Kamera. Was willst du denn sagen, ha? Leute, ich nehme jetzt die Kamera am besten, weil ich habe nicht mehr so viel Akku und ich will euch auf jeden Fall mitnehmen. Deswegen sehen wir uns gleich. So ihr Lieben, wir waren jetzt gerade bei Hausmann, sieht man das? Aber die haben leider keine, wie nennt man das, Teppiche mehr. Jetzt gehen wir nochmal zu Poco. So ein unnötiger Laden, ja. Wir haben jetzt eins gefunden, das holen wir jetzt ab. Mal schauen, ob wir wollen noch für die Küche einen Teppich kaufen, aber jetzt müssen wir erstmal, komm. Lena hat Hauptsache ein Ballon vom Möbelhaus. Es ist voll windig, ich glaube, ihr hört mich gar nicht. Wir filmen zu drinnen weiter. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's lived out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding? Please, no. I gotta realize that So ihr Lieben, wir haben diesen Teppich gekauft. Ich fand, das sah hier voll leer aus und wir haben jetzt bald Winter. Also es wird jetzt langsam kalt und Lena spielt immer auf dem Boden. Und dieser Teppich gefällt mir sowas von gut. Hier ist so Glitzer. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich glaube nicht. Genau. Und Lena gefällt es auch, ne? Und für die Küche haben wir auch einen kleinen Teppich geholt. Moment. Und zwar den hier, einfach so ein Läufer. Und ja, der hat 10 Euro gekostet und der große Teppich hat 60 Euro gekostet. Und, Lena, gell? So, und wir haben einen Mop gekauft. Hier ist noch schmutziges Wasser, weil wir gerade Mop gemacht haben. Den haben wir für 20 Euro bei Obi gekauft von Lifehide. Das war's auch. So, ihr Lieben, wir waren gerade mit Lena kurz einkaufen. Ich wollte angeblich Handschuhe kaufen. Ich habe es aber voll verpeilt, voll vergessen. Ich zeige euch mal kurz, was ich gekauft habe. Bald ist ja die Shopping Week und ich habe mir einmal hier die Glamour, das Glamour Magazin gekauft, da ist ja die Shopping Card mit drin und da kann man bei über 180 Geschäften sparen. Dazu gehört auch H&M, Aces, Vero Moda, Douglas, Tom Taylor, Mango, About You, Rituals, Replay, Götz, Lufthansa und Motel One. Dann habe ich bei Kick für Lina diese Haarklammern gekauft. Wie ihr gemerkt habt, die hat Lina jetzt etwas längere Haare und die kommen die ganze Zeit vor die Augen und das nervt. Genau. Also ich habe Lina einmal Fritz mitgenommen, dann einmal Lollipops, einmal Geflügelwurst, das wollte sie haben, hat sie aber nicht gegessen, typisch Lina. Dann habe ich Audaz voll Lust auf Kräutersahnehähnchen, ich habe jetzt 2 Packungen mitgenommen. Hähnchen hatte ich schon rausgetan und ja, genau, das mache ich. Und ich habe Milchschnitte gekauft, ist aber schon im Kühlschrank. Genau, das war's auch. Ja, jetzt kochen wir, damit Audrey auch gleich was zu essen hat. Ich habe das gar nicht mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall hier den Reis. Der ist gerade am Kochen, der ist auch schon fast durch. Und unten ist halt das Hähnchen. Und Leute, ich wollte euch noch was zeigen. Moment. Ihr denkt euch jetzt wieder ein Paket, aber dieses Mal ist auch was für euch dabei. Aber ich werde das noch nicht jetzt verlosen, das wisst ihr. Erst bei 8000 Zuschauern. Und ich denke mal, das werden wieder mehrere Verlosungen sein, so wie es ausschaut. Ich zeige euch das mal kurz. So, ihr wisst ja, ich bekomme jeden Monat hier die My Little Box. Diesen Monat habe ich 2 Stück bekommen, also 2-mal dasselbe. Eins davon werde ich euch an euch verlosen, genau. Ich zeige euch aber trotzdem, was da drin ist, damit ihr das auch wisst. Aber wie gesagt, ich werde das noch nicht jetzt verlosen. Also wenn ihr jetzt kommentiert, dann bringt euch das nichts.
Ich werde ein extra Video dazu drehen, also zu der Verlosung, genau. Ja, ich habe gesagt, ne, bei 8000 Abonnenten wird die Verlosung dann stattfinden. Das macht ihr dann so schön auf. Ich habe schon reingeguckt mit Audet. Dann ist hier ein Zettel bei. Da steht, ich mache mal die Tür zu hier. Die Shiseido-Philosophie. Wenn wir die Natur erkunden, sehen wir, dass sie voller Schönheit ist. Schönheit, die nur darauf erwartet, von jemandem wahrgenommen zu werden. Das stimmt. So, dann machen wir das mal weiter auf hier. Dann haben wir hier einen Reisekulturbeutel. Ihr seht das. Ich mache das auch direkt mal auf. Das ist schön eingepackt. Und ihr wisst, ich liebe diese Box einfach, weil das so hochwertig ist. Ich werde euch auch die Seite nochmal unten verlinken. Da steht dann My Little Box drauf. Die ist grau. Und sieht so aus. Ich finde die total schön. Die ist so schön gemacht. Hier ist ein rosé-goldenes, ein goldener Anhänger. Und ja, ich finde die sehr, sehr schön. Genau, einmal das. Dann haben wir hier Haarbänder. Ich persönlich habe noch nie Haarbänder getragen, aber ich werde das auf jeden Fall tun. Ich mache es mal kurz auf, dann kann ich euch das zeigen. Aber ich werde die Box sowieso noch mal zeigen, bevor ich die verlose. Also, ihr sollt ja wissen, was in der Verlosung, ne, was es da zu gewinnen gibt. Und ich werde sie auch letztes Mal machen. Also, ich werde euch dann die Boxen vorstellen und ihr könnt dann auslosen. Also auslosen, sage ich. Reinschreiben, welche ihr gerne haben wollt. So, das sind die Bänder. Ich finde die Farben sehr, sehr schön. Genau, einmal das. Dann haben wir hier jetzt so ein Tütchen, wie immer so ein Sack. Und ich liebe diese Säcke einfach. Da steht jetzt My Little Box und da sind Lippenstifte drauf. Dann sind hier Kärtchen. So, ich zeige euch mal kurz, was alles drin ist. So, hier ist einmal eine Creme dabei von Shiseido, heißt die Marke, glaube ich. Genau. Dann haben wir hier eine Mascara. Ich kann das mal aufmachen kurz. Momentus. Genau, das ist so eine kleine Mascara. Als Prübchen. Hallo, einmal fokussieren, einmal fokussieren, einmal fokussieren. Genau, so sieht das aus. Toll, jetzt ist irgendwas runtergefallen hier. Was haben wir noch? Dann haben wir hier ein Power Infusing Konzentrat. Auch von derselben Marke. Und zuletzt Ultimune Eye. Okay, was ist denn das? Das können wir mal schnell aufmachen. Genau, und wie gesagt, die Box könnt ihr gewinnen beim nächsten Gewinnspiel. Das werde ich so lange aufbewahren. Okay, ein Augenkonzentrat auf jeden Fall. Für die Augen. Genau, das war es auch. Und ihr wisst, ich liebe diese Box. Sind die ganzen Papiere runtergefallen? Was ist denn das hier? Und meine Nase. Okay, da war jetzt noch ein Zettel dabei. Achso, liebe Abonnenten, wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen mit der Box einen kleinen Teil unserer Produkte vorstellen durften. Vor allem aber hoffen wir, dass wir Ihnen damit eine kleine Auszeit im Alltag bescheren konnten. Sozusagen einen Kurztrip nach Japan. Da Qualität und Leistung unserer Produkte einen unserer wichtigen Grundsätze ist, fragen wir uns, ob wir auch Sie von unseren Produkten überzeugen konnten. Beantworten Sie unseren kurzen Fragebogen bis zum 31.11.2017 und sichern Sie sich als Dankeschön eine Luxusminiatur. Hierfür einfach den unteren Abschnitt an uns zurücksenden. Wir freuen uns auf Ihre Antwort, Ihr Shiseido-Team. Okay, also ich denke mal, da könnt ihr dann auch noch mitmachen, also der Gewinner dann. Weil bis zum 31. haben wir dann noch Zeit. 31.11. bis dahin ist die Verlosung hoffentlich gelaufen. Diese Verlosung wird auch nur 2 Wochen gehen, glaube ich. Also
Ich werde das nicht wie letztes Mal machen, dass die einen Monat lang geht. Das mit dem einen Monat war ja nur, weil die meisten im Urlaub waren und ich fair bleiben wollte. Genau. Also diese Box könnt ihr dann bei der nächsten Verlosung gewinnen. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt. Genau, jetzt gucke ich mal nach meinem Hähnchen. Oh. Ey, geht's noch? Komm, zack, mal. Leute, das hier ist so schön mit dem Teppich. Ist so gemütlich. Ja, jetzt mache ich auf jeden Fall weiter und zeige euch das Ende. I just don't know how it's lived out. There must be some.